Willkommen, meine lieben Freunde, zu GTA Vice City. Wir kommen heute zu einer Mission, die das Spiel prägt, die so unglaublich geil ist, dass ihr euch jetzt einfach drauf freuen dürft. Die ist auch schwer und es ist die letzte Mission des Malibu Clubs. Genießt es, lehnt euch zurück, ohne Witz, genießt euch die Show, denn das, was Tommy Vercetti sich hier mit seinem neuen Team ausgedacht hat, ist eine ganz schön heftige Nummer. Ich habe schon so ein bisschen Payday angekündigt. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. Ganz, ganz große Hausnummer. Erstmal mit der Machete, beziehungsweise mit dem Samurai-Schwert durch den Club. Läuft, wer macht das nicht? Der Coup. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Klare Ansage, oder? Das ist unser Team. Rein ins Taxi. Wir nehmen die drei an Bord. Und Phil hat die Ruhe weg, ich sehe das schon. So, und wie sie die Plätze getauscht haben. Okay, warum nicht? Okay. Wir überfallen die Bank. Wir rauben eine Bank in der zweiten Stadt aus. Und natürlich ist es die eine Bank, ja. Also da gibt es keine großen anderen, die wo permanente Security Car vorne parkt. Und, ja, eine Bank ausrauben. Es kann nicht einfach sein. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Vorher machen wir einen ganz kurzen Abstecher hier hin. Denn ich würde ganz gerne nur ganz kurz hier mal das neueste Zeug einsammeln. Ich hab Phil nicht verloren. Sind doch alle da. Na, also ich hätte ganz gerne für die Mission aber volle Rüstung gehabt. Deswegen war das noch ganz wichtig jetzt. Ansonsten ist es ja nicht weit, ist ja gleich da. Und dann bin ich unglaublich gespannt, was draus wird. So, da seht ihr es ja, die Bank auch schon. Also das ist die Bank hier, ne? Das mit dem Security Car da vorne. Und wir sollen uns jetzt hier schon mal versammeln und den restlichen Plan besprechen. Genau, Hill fährt die ganze Zeit jetzt außen rum. Wir ziehen uns um. Noch nicht? Okay. Dann halt hier. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Genau. Schön! Schöne Jason-Maske. Ne? Freitag der 13. und so. Und jetzt geht's los. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. So, der Tresor ist oben, das heißt, wir müssen uns da jetzt auf den Weg machen. Phil hält die hoffentlich in Schacht. So. Hallo, schießen! Schieß doch! Okay, es ist Buggy. Es ist Buggy, er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen.
gesehen, wie er immer wieder ausholt. Hat nicht geschossen. Geil! So stelle ich mir einen Überfall vor. Wahnsinn. Das ging ja super los. Scheiße, ehrlich. Okay, also vielleicht ist der Colt doch nicht die beste Idee, weil ich die ganze, wenn ich die ganze Zeit getroffen werde, kann ich den nicht benutzen irgendwie. Oh, wie unnötig. 300 Leben abgezogen, weil er einfach nicht abdrücken wollte. Mal einfach so zum Colt bedienen, ist noch nicht so schwer. Oh Mann, Tommy. Also mehr auf die Kreistaste kann man nicht hämmern. Hat er immer wieder versucht anzusetzen, aber aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund ging es einfach nicht. Naja gut, haben wir gleich wieder ein Fail drin. Kann man jetzt auch nicht ändern. Das Einzige, was ich weiß, dass wenn es nochmal schief geht, möchte ich bitte hier rauskommen und nicht da hinten. Dankeschön. Boah, jedes Mal darüber fahren ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich heiß macht. Na kommt Leute, nicht so lahmarschig. Und Switch. Seltsam. Vor allem macht es ja gar keinen Sinn, wie soll sich den Hill schon so groß breit machen, wenn er vorne sitzt. Naja. Von wie er sich bei Tommy ausheult, anstatt einfach zu sagen, Hill, mach dich nicht so fett. Das muss man, glaube ich, auch nicht nachvollziehen, ne? So, hilft jetzt alles nichts. Wir müssen jetzt nochmal aussteigen, Leute. Ich brauche die volle Rüstung. Wie man sieht, ist es nämlich ein bisschen heftiger hier. Die Security-Leute wollen uns nämlich killen. Und das Schlimme ist, sie müssen sterben. Es hilft alles nichts. Hey, Tommy, why we stop? Wir halten an, damit ich hier mir Rüstung holen kann, ganz einfach. Ja, hey, lasst die Zeit. Ihr switcht wieder, oder? Schön. Schöne Animation, gefällt mir. So, erst beim Taxi getarnt. Nochmal zur Bank fahren. Ja, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt weiß ich ja, dass irgendwie der Colt nicht so wirklich funktionieren will. Hat mich bisher nie im Stich gelassen. Außer jetzt. Aber dafür dann gleich richtig. Ganz toll. Egal, jetzt aber. Der Kuh, verdammt. So, die Sachen vom Kofferraum mitgenommen. So, jetzt nehme ich die Maschinenpistole. Okay, guys. Nice and easy. Just as we planned. I take the whole family with me, man. Und mit der Eishockeymaske. Jetzt verdammt nochmal da reinstürmen. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Vor allem, er hat sogar hier auch einen Colt, gell? Bill, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. So, wir wechseln jetzt aber, weil ich ja weiß jetzt, was mich hier erwartet. Na, wo kommen sie denn? So. Hier wäre Leben gewesen. Ich will gar nicht rumschalten. Ich wollte eigentlich... Ach, hier ist auch noch eine Weste. Wollte eigentlich zum Safe. So, ab in Aufzug. Genau, Cam, beeil dich mal. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, ha? Damn, it's a flangey 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Okay, das soll nur 5 Minuten dauern. Dürfte schwieriger sein. Wo ist der Manager?
Everything's still sweet? Sure. Everything's real quiet. Tja, wo ist er denn? Das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Angeblich ist er irgendwo hier. Vielleicht ist er unten. Würde nämlich auch noch hier zählen. Da, du, oder? Du bist nicht der Bankmanager. Ich weiß gar nicht, ob man unendlich Zeit für die Mission hat. Ja, ist irgendeiner von euch der Bankmanager? Nein. Na, laut Anzeige stimmt ja auch hier nichts überein. Wo soll er denn sonst sein? Ich hätte ja gesagt, hier. Hä? Ach, da unten! Getarnt! Alter, schwarzer Anzug auf schwarzem Boden. Respekt. Hübsch getan, muss ich sagen. Ich dachte schon, hier tut sich was. So, mitkommen. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. So, die machen das jetzt hier. Ich gucke mal, ob Phil unten noch klarkommt. Irgendwas wird schief gehen natürlich. I told you not to touch that alarm. Scheiße. The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Jetzt müssen erstmal die Security sterben, tut mir leid. So. Und nu? Ach, da soll ich mich reinstellen. Scheiße, der kriegt dir hier voll auf die Fresse. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your life. Phil ist tot. They're storming the place. Take cover! Wollt ihr mich verarschen? In der Zwischensequenz ist der gestorben. Wie hätte ich das verhindern sollen? Alter, ich fühle mich gemobbt schon wieder. Na wohl, schlechter Scherz. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ist ja wohl ein schlechter Scherz. In der Zwischensequenz von irgendwelchen Weibern verkloppt, ey. Das glaubt mir doch kein Mensch. Wahnsinn, wirklich. Da wird mir ja schlecht. Unglaublich. Nee, also dafür habe ich keine Worte. Jetzt darf ich die zum dritten Mal anfangen, weil Phil, ich wiederhole, in einer Zwischensequenz von Frauen verprügelt wird. Ich meine, ernsthaft, dass sie ihn in der Zwischensequenz nicht unsterblich machen? Was willst du denn dafür können? Es ist so eine Scheiße. Bringen die alle um, ey. Ich bring die alle um, die Weiber da jetzt. Wenn die mir jetzt hier nochmal den Film in der Zwischensequenz verprügeln, dann krieg ich einen Herzinfarkt. Und kann ich nicht so gut gebrauchen. Ich scheiß jetzt auf die Rüstung, ey. Die paar Wachen da, wenn die Waffe funktioniert, ist das Peanuts. Leck mich doch, das ist ja wohl ein scheiß Scherz. Geil, ey. Dann machst du den ultimativen Coup. Und zweimal geht's voll in die Hose. Einmal, weil das Spiel buggt. Und einmal... so, ne. Kein fucking Kommentar. Ohne Witz. So. Ach, wisst ihr was? Leckt mich doch alle mal am Arsch. Jetzt gibt's Titten.
Euch genug ergötzt an den eckigen Titties? Ja? Fein.